Jawohl, Yoshioki hält mir jetzt mal den Schirm drüber, dass wir die Aufnahmen ein bisschen schöner hinbekommen, ohne diese lästigen Spiegelungen von den Gewächshausscheiben. Heute Nacht hat es gut 25 cm Neuschnee runtergehauen, von daher sind die Scheiben auch noch schneebedeckt und diese weiße Oberfläche, die spiegelt enorm auf der Wasseroberfläche, sodass man hier also kaum gescheite Aufnahmen machen kann. Aber der Fisch jetzt hier, super schöner Body, ganz lang gestreckt, ein Muskel, Fuggerin relativ einheitlich. Ich sehe hier auf dem Display von meiner Kamera, sieht es fast ein bisschen, ja, also unordentlicher aus zumindest als ein Original. Kann ich jetzt gar nicht sagen, woran das so im Detail liegt. Fisch ist eigentlich sehr schön gelbbraun, eben diese typische Sandfarbe von Karashi. Hat einen super Body. Nansei das, gell? Nansei. Ist 4 Jahre alt und bereits über 80, also super geiler Fisch. Denke, kann ganz locker über die 90 und mit viel gutem Willen und einer guten Teichanlage bringt den auch der neue Besitzer, denke ich, über den Meter. Nansen, Stefka? Daidai? Daidai wa 70 chotto gurai ka na. 72 gurai. Oh, er meinte 72, 73 cm wäre der Fisch groß. Für mich wirkt das sehr, sehr viel größer. Aber okay, wir messen den jetzt nach und fügen vielleicht noch eine Beschreibung dazu.